Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Digital Fernsehen, zu einem neuen Video-Special. Heute ist es endlich soweit. Wir haben Sonys neues HDR-TV-Modell, den XD9305 im Testlabor. Und das ist gleichzeitig der erste TV mit Slim Backlight Drive. Und was diese Technik so besonders macht und ob der TV generell eine Empfehlung für HDR-Fans wert ist, das seht ihr jetzt im Video. Optisch sieht der TV richtig, richtig klasse aus. Er erinnert stark an den X9005C aus dem Vorjahr, hat aber in Sachen Bildqualität deutlich mehr zu bieten und wie ihr hier schon sehen könnt, ist der TV sogar dünner als die beiliegende Fernbedienung, die sich optisch aber sehr schön an das Rahmendesign angleicht. Der Standfuß hat uns auch sehr gefallen, denn der TV sieht nach wie vor noch wie ein TV aus, nicht wie ein Monitor. Und auf der Rückseite erkennt ihr schon, dass der Standfuß so ein bisschen wie Origami-Faltkunst ausschaut. Die rückseitigen Blenden sind sehr gut dafür geeignet, um Kabel zu verstecken. Ihr müsst euch hier aber wirklich an die vorgegebenen Kabelkanäle halten, sonst reicht die Bautiefe einfach nicht aus, um die Blenden da aufzusetzen. An Eingängen herrscht kein Mangel, das heißt ihr habt Doppeltuner, allerdings nur ein CI-Slot verbaut, 4 HDMI-Anschlüsse, die auch zu UHD-HDR-Signalen kompatibel sind. Die große Besonderheit des TVs ist, dass das Netzteil ausgelagert wurde. Das heißt, ihr müsst zunächst erstmal das Netzteil mit dem Stromanschluss verbinden und dann habt ihr so ein eigenwilliges Kabel beiliegen, was dann zum TV gezogen wird. Das ist an sich nicht schlimm, aber man hat eben so ein Kabel jetzt nicht zu Hause rumliegen. Das heißt, ihr seid erstmal bei der Installation auf die Länge des beiliegenden Kabels beschränkt. Bei der Fernbedienung ist zu erwähnen, dass es nur noch eine gibt, also nicht mehr eine Smart Control Fernbedienung mit dieser Touch-Oberfläche wie im Vorjahr, sondern nur noch die normale Variante. Die hat jetzt ein Mikrofon spendiert bekommen und neben der Netflix-Taste ist jetzt eben auch die Google Play Store-Taste prominent vertreten. Die Spracheingabe funktioniert tadellos, es bleibt aber immer noch festzuhalten, dass die Android-TVs eher als YouTube-TVs zu bezeichnen sind, das heißt die Suchanfragen, die man eher über ein Smartphone machen würde, werden jetzt hier vom TV korrekt beantwortet, aber sobald man versucht, sinnvolle Programminformationen zu finden, dann läuft man hier meistens ins Leere bzw. wird dann halt auf den YouTube-Kanal verlinkt. Das heißt, so eine richtige Symbiose vom linearen TV und Online-TV ist es leider immer noch nicht. Bei der ersten Installation werdet ihr zunächst aufgefordert, euer Google-Konto zu bestätigen. Das ist auch wichtig, damit ihr im Startbildschirm nicht statische Elemente dann vorfindet. Der TV aktualisiert eben auf Basis eurer Vorlieben bei YouTube und Co., welche Inhalte tatsächlich angezeigt werden. Für das lineare Fernsehen ist es leider immer noch so, dass die Tuner-Installation nicht gerade praktisch gelöst wurde. Das heißt, ihr müsst viele Sachen einfach manuell einstellen. Es wäre beispielsweise sinnvoll, dass wenn man schon Twin Tuner bestätigt, dass dann beispielsweise auch die DISEC-Steuerung gleich aktiviert wird oder dass der TV einen LMB-Abgleich macht, aber das müsst ihr wirklich alles manuell eingeben. Und was eben auch noch nachteilig ist, dass die ganze Navigation in diesem TV-Menü sehr, sehr stockend vonstatten geht. Das heißt, wenn ihr hier eine Taste drückt, dann werden die Eingaben sehr, sehr verzögert umgesetzt und es ist auch nicht auszuschließen, dass der TV komplett einfriert. Dann dauert es ungefähr 10-20 Sekunden, bis die Navigation dann weitergeht. Über die Taste Discover könnt ihr so ein Schnellanwahlmenü abrufen, um dann zwischen den YouTube-Kanälen, den eingelesenen TV-Kanälen oder der Favoritenliste hin und her zu zappen. Wenn ihr das Strickleitersystem hier ganz nach unten scrollt, dann habt ihr beispielsweise auch die Option, die Symbolgröße zu beeinflussen. Je nachdem, wie weit ihr vom TV weg sitzt, kann das sicherlich sinnvoll sein. Über die Taste Action-Menü könnt ihr eine Schnellauswahl aufrufen. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn ihr nicht immer über diesen Android-Screen navigieren wollt, dass ihr da gleich in die Bildeinstellung kommt, aber eben auch gleich ins Favoriten-Setup. Und da könnt ihr 4 Favoritenlisten anwählen. Hier haben wir beispielsweise mal einen UHD-Kanal in die Liste übertragen. Denn der TV ist natürlich auch zu den UHD-TV-Signalen kompatibel.
Im TV-Betrieb ist es leider immer noch nicht möglich, Aufnahmen zu tätigen. Das heißt, wenn er da die Aufnahmetaste drückt, erscheint weiterhin diese Funktion, kann erst per Update freigeschaltet werden. Wann es soweit ist, konnte uns Sony leider immer noch nicht sagen. Im Streaming-Bereich deckt Sony da aber alle relevanten Dienste ab. Das heißt, über Amazon, Netflix und YouTube lassen sich 4K-Videos streamen. Und über die Sprachsuche könnt ihr ganz einfach Begriffe einsprechen, die euch dann eben direkt zu den YouTube-Videos verlinken. Das ist dann eben der Vorteil dieser Android-Oberfläche, dass man da ohne Umwege gleich in die betreffenden YouTube-Kanäle reinkommt. Und sollte das Video mal nicht in der gewünschten Qualität erscheinen, dann hilft es auch mal manuell in den Auflösungsoptionen zu schauen, ob wirklich die 4K-Qualität angewählt wurde. Hier haben wir es jetzt nochmal manuell bestätigt und dann klappt auch der 4K-Videostream. Die Hoffnung, dass wir jetzt jedes Jahr eine Steigerung bei der Android-Leistung erfahren werden, die haben sich leider nicht bestätigt. Die Chipsätze sind praktisch genau die gleichen wie im Vorjahr. Das heißt, auch die Android-Performance ist genau wie im Vorjahr. Was uns gut gefallen hat, ist, dass der TV standardmäßig über die CEC-Steuerung die angeschlossenen Quellen erkennt. Hier beispielsweise eine PlayStation 3. Was aber ein bisschen unglücklich ist, dass die Schnittstellen dann doppelt aufgelistet werden. Das heißt, unsere PlayStation steckt hier an HDMI 2, wird aber als PlayStation 3 angegeben und der HDMI 2-Eingang wird dann weiterhin als Standardeingang gelistet. Das hätte man sicherlich vereinheitlichen können. Über den integrierten Media Player könnt ihr natürlich auch UHD und HDR-Videos abspielen. Wenn ihr HDR-Videos vorliegen habt, dann wird in den Bildeinstellungen automatisch der HDR-Modus aktiviert und bestimmte Bildeinstellungen sind dann nicht mehr zu verändern. Beim Farbraum ist darauf zu achten, dass die HDR-Signale im REC 2020 Farbraum abgespeichert werden und deshalb solltet ihr hier entweder die Automatikfunktion nutzen oder eben auf REC 2020 bzw. BT 2020 umschalten. Im Menüpunkt externe Eingänge könnt ihr der TV-Taste der Fernbedienung einen Eingang zuweisen. Das heißt, wenn er die Taste drückt, springt er dann gleich auf den betreffenden Eingang. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr den TV mit einem Ultra HD Blu-ray Player betreibt, dann ist es ganz wichtig, den betreffenden HDMI-Anschluss, an dem der UHD Blu-ray Player hängt, den auf optimiertes Format umzuschalten, damit die 10-Bit-Bildverarbeitung wirklich fehlerfrei funktioniert. PC-Nutzer sollten ebenfalls darauf achten, dass das hier unter optimiertem Format läuft, um eben die 444-Farbauflösung korrekt zu unterstützen. Das gilt allerdings nur für 4K-Signale, das heißt im Full-HD-Betrieb reicht auch das Standardformat aus. Unter dem Menüpunkt Anzeige könnt ihr noch das Bildformat anpassen. Da solltet ihr einfach darauf achten, dass der Bildbeschnitt abgeschaltet ist, damit ihr nicht unnötig Bildinformationen verschenkt. Im Tonmenü findet ihr die Einstellung für die Systemtöne, die eben standardmäßig eingeschaltet sind und ziemlich nerven. Also die kann man da zum Glück abschalten. Bei den Bildeinstellungen gibt es keine Überraschungen, das heißt, ihr habt hier diese Vorauswahl mit den ganzen Modi. Da ist eben zu beachten, dass beispielsweise der Modus Spiel und Grafik die volle Farbauflösung garantiert. Das schauen wir uns dann nachher nochmal an. In den HDR-Betrieb wechselt der TV automatisch, wenn ihr HDR-Quellen einspeist. Die Helligkeit bezeichnet wirklich die LED-Beleuchtungsintensität. Das heißt, wenn ihr das runterfahrt, geht die Helligkeit auch wirklich runter. Und wenn ihr das hochsetzt, geht die Helligkeit eben hoch. Im erweiterten Einstellungsmenü habt ihr dann die Optionen, den Schwarzwert zu justieren. Das heißt, der kümmert sich dann wiederum um die dunklen Bildbereiche. Hier ist eben zu beachten, dass der TV eine sehr, sehr gute Durchzeichnung hat und für normale SDR-Quellen hat uns dann ein Wert von 47 gefallen, während man bei HDR den Wert auf der 50er-Einstellung belassen sollte. Den Schwarzabgleich am besten deaktivieren, weil das eher einer Kontrastoptimierung in dunklen Bereichen nahe kommt. Das gleiche gilt für den erweiterten Kontrastverstärker.
der im Prinzip nichts anderes macht, als Zwischenstufen zu verschlucken, um das Bild kontrastreicher erscheinen zu lassen. Bei der automatischen lokalen Dimmung ist zu sagen, dass diese in der Hocheinstellung den Maximalkontrast liefert, aber eingehende Signale werden dadurch teilweise verfremdet. Deswegen hat man hier im HDR-Modus auch nicht die Option, das in die Hocheinstellung zu schalten. Wir haben aber festgestellt, dass mit SDR-Signalen der Detailverlust also selbst im Extremfall kaum wahrnehmbar ist. Und da ist uns der Maximalkontrast, den der TV liefert, einfach lieber. Auch im Hinblick auf die Schwarzdarstellung, weshalb wir für SDR-Signale das hier auf hoch empfehlen können. Extended Dynamic Range ist praktisch so eine HDR-Simulation, das kann man auf hoch einstellen. Der TV geht dann praktisch in einen Modus, wo er den Fokus auf die Helligkeit setzt. Das heißt, die Maximalhelligkeit des TVs wird dann wirklich ausgenutzt. Farbtemperaturen, die generellen Einstellungen sind halt sehr, sehr umfangreich. Der TV ist sehr, sehr gutmütig bei den Einstellungen, das heißt, er lässt sich tadellos kalibrieren. Den Farbraum könnt ihr manuell erzwingen, ihr könnt es aber am besten wirklich auf automatisch lassen und dann eher die Farbbrillanzschaltung nutzen. Das ist sozusagen eine Sony-eigene Konvertierung, die nochmal so ein bisschen den Mitteltonbereich anhebt. Wenn ihr normale SDR-Signale zuspielt, geht der TV dennoch in den erweiterten Farbraummodus. Das heißt, ihr müsst euch nicht mit den Limitierungen der jetzigen Videotechnik rumschlagen, sondern könnt gleich das Potenzial des Fernsehers ausnutzen. Ihr erkennt dann eben auch, dass die Farben satter sind, aber eben nicht unnatürlich. Unter dem Punkt Klarheit könnt ihr die Reality Creation einschalten. Das ist sozusagen so eine Pixelkontrastanhebung, um die Bildschärfe subjektiv zu steigern. Das funktioniert sehr gut, kann auch in feinen Schritten dosiert werden. Unter Motion Flow versteht Sony die Zwischenbildberechnung. Da gibt es ein paar Besonderheiten. Also ihr könnt hier die Voreinstellung wählen. Wenn ihr Kinofilm-Fan seid, könnt ihr das auch in den echten Kinomodus schalten. Dann habt ihr sozusagen diese 24p garantiert. Im Modus Anwender könnt ihr die Glättungsfunktion in mehreren Stufen hinzuschalten, damit das Bild ruckelfreier erscheint. Der Klarheitsregler ist so eine Art Blackframe-Insertion. Das Bild wird dadurch um 25% dunkler, das heißt, wenn man es maximal nutzt, beträgt die Bildhelligkeit dann nur noch die Hälfte. Und es kommt halt so ein leichtes Flimmern auf. Das hilft aber, die Bewegtbildschärfe zu steigern. Und der Filmmodus ist sehr, sehr wichtig, weil ihr tatsächlich nur in der Hocheinstellung das Bild komplett ruckelfrei bekommt mit Filmquellen. Dazu ist aber zu sagen, dass die Sony-Bildverarbeitung da nicht tadellos funktioniert. Das heißt, wir konnten Aussetzer teilweise feststellen. Also ihr habt so eine Art Mikroruckler dann drin. Und was leider auch der Fall ist, bei schnellen Kameraschwenks in bestimmten Situationen werden Details leicht schlierenhaft dargestellt. Hier sehen wir nochmal die Bildeinstellung, wenn ihr mit voller Farbauflösung zuspielt. Also solltet ihr wirklich Spiel oder den Modus Grafik wählen. Hier können wir nochmal gut erkennen, wie der Klarheitsregler Einfluss nimmt auf die Bewegtbildschärfe. Was ihr hier seht, ist so eine Art Backlight-Scanning. Das sehen wir jetzt hier nur im Videobild. Das sieht man natürlich mit dem bloßen Auge nicht. Und wenn wir hier jetzt den Klarheitsregler zuschalten, merkt ihr, wie das Bild anfängt zu flackern. Und das sorgt dann eben dafür, dass die Bewegtbildschärfe gesteigert werden kann. Das heißt, im ersten Fall haben wir jetzt hier ein normales 100 Hz Niveau, wo ausschließlich die Zwischenbildberechnung Einfluss nimmt. Und wenn wir das hier mit Klarheitsregler 2 betreiben, dann sind Bewegtbilder deutlich schärfer. Aber was man eben schon so ein bisschen erkennen kann, ist, dass sich an Konturen so blaue Doppelkonturen bilden. Und das sehen wir auch hier nochmal im Beispiel. Und dieser Effekt lässt sich leider nicht vermeiden. Der Nachteil des TVs ist die Bildausleuchtung. Das habt ihr jetzt sicherlich im Video schon an ein paar Stellen gemerkt. Man kann jetzt nicht sagen, dass die Bildausleuchtung generell schlecht ist, aber man merkt eben, dass es in Randbereichen schon abgedunkelter wird und speziell die Bildecken sind abgedunkelter. Und wenn wir jetzt hier mal auf eine Fläche umschalten,
die eine sehr, sehr geringe Helligkeit hat, dann merkt man eben, dass das Bild immer schattiger wird. Man sieht ja auch so eine leichte Streifenbildung. Hier bei dem Muster sind die Schatten wieder kaum erkennbar, beziehungsweise man merkt nur, dass die Randbereiche abgedunkelt sind. Und wenn wir jetzt mal was machen, was bei jedem Edge-LED-LCD unvorteilhaft ist, wenn wir hier einfach mal das Bild stark überbelichten, dann erkennt man eben diese Ausleuchtungsstruktur, die der TV hat. Das heißt, man kann Clouding schon bemerken, natürlich nicht so extrem wie jetzt hier im Bild. Was macht jetzt nun diese Slim Backlight Drive? Also zuallererst muss man sagen, dass der Bildkontrast für einen Edge-LED-LCD sensationell ist. Das heißt, wir hatten noch nie einen Edge-LED-LCD im Test, der so eine hohe Spitzenhelligkeit hat und der so einen riesigen Kontrastumfang abbildet. Und die Frage ist nun, wie funktioniert diese Slim Backlight Drive? Da haben wir hier mal so ein Schema, dass das ganz okay erklärt. Das heißt, ihr habt praktisch nicht eine LED-Leiste, sondern zwei pro Seite, was jetzt hier im Bild ein bisschen irreführend ist. Im Bild wird jetzt hier eine Leiste dargestellt, die eher im unteren Bereich sitzt. Beim XD93 sitzen die LED-Leisten aber links und rechts, also praktisch am linken Bildrand und am rechten Bildrand. Und es sind damit nicht eine LED-Leiste pro Seite, sondern zwei LED-Leisten pro Seite. Was kann man jetzt damit machen? Das haben wir hier mal versucht mit einer Sequenz darzustellen, die praktisch diese Dimming-Zonen sichtbar gestaltet. Und wichtig ist hier auf das Symbol zu achten, was sich bewegt. Das ist am Anfang noch alles normal. Das heißt, man hat hier am rechten Bildrand die Leiste und man sieht hier diese Zonen wandern. Man hat 8 Zonen pro Seite. Das heißt, das sind dann schon mal 16 Dimming-Zonen. Aber das Faszinierende ist, wenn dieses HDTV-Logo in die Mitte wandert, da wird man feststellen, dass die Bereiche zwischen dem Logo und dem Bildrand abgedunkelt werden können. Das haben wir hier auch nochmal einzeln dargestellt. Das heißt, wenn das Logo in der Mitte ist, sind die Bildränder abgedunkelt. Und wenn das Logo an die Außenkante wandert, springt praktisch wieder im Außenbereich diese Dimming-Zone an. Das heißt, man hat insgesamt 4 Spalten, die man dimmen kann. Und wenn man das jetzt alles zusammenzählt, also man hat praktisch 4 Spalten und 8 Zeilen, dann kommt man insgesamt auf 32 Dimming-Zonen. Und das ist letztendlich genau das Raster, was Panasonic im letzten Jahr beim 65CXW804 verbaut hatte. Aber das war eben ein Direct-LED-LCD. Das heißt, die Besonderheit liegt jetzt drin, dass wir hier ein Edge-LED-LCD haben, der nicht nur in Zeilen dimmen kann, sondern auch in Spalten. Und das hat es in der Form wirklich noch nie gegeben. Das ist eine technische Innovation, die speziell im HDR-Bereich unglaublich Sinn macht, weil ihr dann eben vermeidet, dass ihr da Einstrahleffekte seht und ihr wirklich lokal abdunkeln könnt. Natürlich sind jetzt 32 Zonen nicht unglaublich viel, aber für ein Edge-LED-LCD ist es sensationell. Und das Schöne ist einfach, da die LED-Leisten seitlich sitzen, also eben nicht oben und nicht unten, könnt ihr auch Kinobalken richtig, richtig toll abdunkeln. Wir haben hier nochmal einen Bildvergleich gemacht mit SDR-Inhalt und HDR-Inhalt. Vereinfacht lässt es sich sagen, dass SDR-Inhalte bei voller Backlight-Einstellung wirklich vollflächig hell erscheinen, während HDR-Inhalte für diese 1000 Nits gemastert werden und in Summe dunkler sind. Das heißt, es ist wirklich sinnvoll, bei HDR-Inhalten das Backlight voll auszureizen, da eben im Mastering-Studio auch bei diesen vollen 1000 Nits das Material abgemischt wird. Hier haben wir jetzt nochmal dargestellt, was passieren würde, wenn man ein SDR-Bild mit den 100 Nits darstellt, mit denen praktisch gemastert wird.
dann sieht man praktisch die Relation, also die richtige Relation zum HDR-Bild. Und das ist letztendlich das, auf was die Hersteller immer verweisen. Das heißt, die drehen den TV absichtlich dunkel, weil eben gesagt wird, naja, normaler Content wird ja nur bei 100 Nits gemastert. Um die Relation aufzuzeigen, kann man das Spielchen schon mal mitmachen. Das heißt, man sieht dann einfach, dass HDR einen viel, viel breiteren Dynamikumfang abbildet und der TV das eben auch ansprechend umsetzt. Dass jetzt bei dem Herrn hier im Bild, im HDR-Bild, die Farbkonturen so ein bisschen ineinander laufen, liegt einfach daran, dass unsere Kamera den Farbumfang nicht mehr darstellen kann. Wenn wir uns die Messwerte anschauen, dann sind die absolut vorbildlich. Im SDR-Bereich bietet Sony mehr als genug Leistung. Den TV könnt ihr nahezu optimal kalibrieren. Und hier sehen wir nochmal, was passiert, wenn ihr den Farbbrillanzregler hinzuschaltet. Da bemerkt ihr eben, dass die Farbtöne mit geringer Sättigung sich eigentlich nicht bewegen, also die Farbpunkte. Und erst bei maximaler Sättigung greift dann praktisch dieser Farbbrillanzregler ein. Und das sorgt dann dafür, dass ihr die Leistung des TVs sehr gut mit bestehendem Material ausnutzen könnt und das Bild aber trotzdem weiterhin natürlich erscheint. An die Leistungsgrenzen kommt der TV erst, wenn man HDR-Signale einspielt. Hier seht ihr schon, wir sind hier im farbkalibrierten Modus auf 920, also teilweise auf 950 Nits gekommen. Die Farbraumabdeckung liegt ungefähr bei 90% DCI. Das sind gute Werte, das sind letztendlich auch Werte, die ein UHD-Premium-Zertifikat rechtfertigen würden. Sony verzichtet drauf, man kann aber sagen, der XD93 würde das Logo bekommen. Aber es sind letztendlich Leistungswerte, wo man eben sagen muss, der TV stößt da an seine Grenzen. Und was man eben auch nicht vergessen darf, diese 920 Nits sind wirklich das Maximum. Und Sony erreicht dieses Maximum nur bei wirklich kleinen Leuchtflächen. Sobald das Bild zur Hälfte hell ist, bricht die Helligkeit wirklich ein. Bei einer Vollfläche habt ihr dann rund 400 Nits zur Verfügung und durch die Randabdunklung seid ihr auch ganz schnell bei 300 Nits. Das heißt, man sollte sich jetzt nicht vorstellen, nur weil wir jetzt hier im Idealfall diese 920 Nits ermittelt haben, dass das Bild 920 Nits hell ist. Also ihr schwankt da wirklich zwischen 300 und 920 Nits. Der TV unterstützt weiterhin 3D-Signale, das Geld für die 3D-Brille könnt ihr euch aber sparen, denn die Auflösung geht in den Keller. Generell kann auch die Helligkeit nicht wirklich überzeugen, ihr habt so ein paar Doppelkonturen, dunklen Bereichen, also das lohnt sich nicht wirklich. Für Gaming-Fans ist der TV aber eine uneingeschränkte Empfehlung, denn die Eingabeverzögerung ist im TV-Modus sehr, sehr gering. Das heißt, ihr seid bei ungefähr 65 Millisekunden. Wenn ihr in den Gaming-Modus schaltet, wo ihr die Zwischenbildberechnung verliert, erreicht ihr 35 Millisekunden. Unser Fazit zum XD93. Es gab noch nie ein Edge-LED-LCD, der einen dermaßen hohen Kontrast bot. Von den Leistungswerten her und von den Messwerten her bewegt ihr euch in einem Helligkeitsspektrum, das im letzten Jahr der JS9590, also nicht der JS9090, sondern der JS9590 abdeckte. Das war aber ein Direct-LED-LCD und das ist schon erstaunlich, dass Sony hier in Sachen Bildhelligkeit da sehr, sehr nah rankommt an das Modell mit einem Edge-LED-LCD. Gleichermaßen ist das Local Dimming sehr gut vergleichbar mit einem Panasonic 65 CXW804 aus dem Vorjahr. Das war auch ein Direct-LED-LCD. Und daran erkennt man eben, was dieses Slim Backlight Drive so sensationell macht. Man hat hier ein Edge-LED-LCD und bewegt sich beim Bildkontrast im Bereich der Direct-LED-LCDs aus dem letzten Jahr. Das hat es in der Form noch nie gegeben und das macht letztendlich die ganze Faszination des TVs aus. Sehr schön ist eben, dass dieses Dimming auch perfekt für Filme im 21:9 Format geeignet ist. Das heißt, der Bildinhalt ist wirklich sehr, sehr hell und brillant und ihr könnt dennoch die Balken sehr schön herunterdimmen. Was nicht optimal gelöst ist, ist die Ausleuchtung. Das heißt, zum einen wird der TV im komplett abgedunkelten Raum Clouding zeigen. Das heißt, wir können hier nicht empfehlen, die Beleuchtung komplett auszuschalten. So ein bisschen Restlicht solltet ihr euch schon noch erhalten. Und zum anderen sind gleichmäßige Flächen eben leicht schattig ausgeleuchtet.
Das ist mal mehr, mal weniger offensichtlich, aber es sind eben letztendlich typische Schwächen eines Edge-LED-LCDs. Das konnte Sony jetzt auch nicht verbessern. Ein kompletter TV ist es leider nicht geworden, denn die Tonqualität enttäuscht. Da müsst ihr wirklich in ein externes Lautsprechersystem investieren. Und auch die integrierten Tuner-Funktionen sind im Moment nicht wirklich als komplett zu bezeichnen. Die Aufzeichnungsfunktion klappt nicht, Bild gibt es noch nicht. Hier bleibt eben die Hoffnung, dass es im Laufe des Jahres noch ein schönes Android-Update gibt und der TV dann einfach runder funktioniert als im Moment. Das war es erstmal zu diesem Testvideo. Den XD93 werden wir aber nochmal wiedersehen. Wir machen jetzt eine kleine Osterpause. Dann werden wir euch aber den Test des KS9090 präsentieren von Samsung. Und da taucht dann auch nochmal der XD93 von Sony auf. Wir wollen einfach sehen, wie schlägt sich Sony Slim Backlight Drive gegenüber der Konkurrenz. Und da ist auf alle Fälle für Spannung gesorgt. Ich hoffe, euch hat dieses Testvideo gefallen. Dann sehen wir uns sicherlich auch beim Samsung Testvideo wieder. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.